mein Gott, so war Kaspar Stangassinger, der Bergbauernsohn, der Student, der Ordensmann, der Priester und Jugenderzieher. Die Menschen um ihn haben dies gespürt und die Schriften, die er hinterlassen hat, geben davon Zeugnis. Von klein auf war er von einem tiefen, frohen Glauben erfüllt. Er wusste sich mit Gott, seinem himmlischen Vater, eng verbunden. Er hatte eine innige Beziehung zu Jesus Christus, seinem Erlöser. Er fühlte sich geleitet vom Heiligen Geist. Er wollte seinen Lebensweg in der festen Absicht gehen, die überreiche Liebe Gottes zu uns Menschen durch vollkommene Gegenliebe zu erwidern und stets nach besten Kräften den Willen Gottes zu erfüllen. Und dies ist ihm gelungen. Am Ende seines kurzen Lebens, vor gut 120 Jahren, konnte er sagen: Ich fürchte das Sterben nicht, ich bin treu geblieben. Nicht im Blick auf eigene Leistungen und Verdienste hat er dieses Bekenntnis abgelegt, sondern im Wissen, dass Gott ihn geführt und mit seiner Gnade gehalten hat. So konnte er zuversichtlich dem Augenblick entgegensehen, in dem sich ihm die Tür zur Ewigkeit öffnete und Gott ihn in seine unvergängliche Freude aufnahm. Gewiss hat Kaspar Stangassinger die Sorgen, die Nöte und das Leid in seinen vielfachen Formen bei seinen Mitmenschen gesehen und im eigenen Leben erfahren. Trotzdem blieb die Freude ein Grundzug seines Lebens, die Freude in Gott, die auf andere ausstrahlte. Als gläubig, fröhlicher Mensch blieb er dann auch in Erinnerung. Ja, wir sind im Berchtesgadener Land vor der großen Kulisse der wunderschönen Berge, die dieses Land so ausmachen. Angefangen vom Kehlsteinhaus über den Hohe Brett, Hoher Göll, bis hin dann hinten zum Watzmann, die Watzfrau, den Watzmann und dazwischen die Watzkinder. Der selige Kaspar hat hier auch einmal gestanden und hat dann in sein Buch geschrieben, wo er über die Kardinaltugenden nachgedacht hat: Jede Blume, jeder Baum, die Sonne, das Firmament, sie rufen mir gleichsam im Namen Gottes zu: Liebt mich, dir zuliebe habe ich dieses erschaffen. So wollen wir ein kleines Gebet sprechen. Gott lasse seine Freundlichkeit über dir leuchten. Erhalte seine Hand schützend über dir auf all deinen Wegen. Er gewähre dir eine gute Zeit und Tage mit erfüllten Stunden. Er wache über deine Gesundheit und beschenke dich mit allem, was deinen Leib nährt und was deine Seele wärmt. Gott lasse dich an jedem Tag wachsen, in seiner Liebe, in seiner Weisheit und in seinem Frieden. Amen. Wir sind jetzt in der Stube vom Unterkälbersteinhof im Berchtesgaden, wo Kaspar Stangassinger eben auf die Welt gekommen ist. Geboren wurde er am 12. Januar 1871. Am 25. September 1881 war der Eintritt in das Gymnasium in Freising, wo er Wohnung hatte bei Stadtprediger Georg Roth.
Am 25. September 1884 war seine Aufnahme in das Knabenseminar in Freising. Am 7. August 1890 erhielt er das Abiturzeugnis. Im gleichen Jahr, am 22. Oktober 1890, war seine Aufnahme in das Priesterseminar in Freising. Am 6. Oktober 1892 war sein Eintritt in das Kloster der Redemptoristen in Gars am Inn. Und am 20. November 1892 war seine Einkleidung ebenfalls in Gars am Inn. Am 16. Oktober 1893 war seine Ordensprofess in Dürnberg bei Hallein. Am 16. Juni 1895 war seine Priesterweihe und diese war in Regensburg. Im gleichen Jahr, am 24. Juni 1895, hatte er Primitz in seiner Heimat hier im Berchtesgaden. Von 1895 bis 1899 war er Lehrer und Erzieher im Seminar der Redemptoristen in Dürnberg. Am 11. September 1899 zog er um nach Gars am Inn in das neue, damals neue Seminargebäude. Am 22. September 1899 wurde er zum Seminardirektor in Gars am Inn ernannt. 4 Tage später, am 26. September 1899, verstarb er in Gars am Inn. Am 8. April 1935 wurde der Seligsprechungsprozess von Kaspar Stangassinger in München eröffnet. Am 24. April 1988 war dann die Seligsprechung in Rom durch Papst Johannes Paul II. Begonnen hatte dieses Leben also hier in Berchtesgaden. Hier zwischen den Bergen, in einem der schönsten Landstriche Bayerns, wurde Kaspar Stangassinger also am 12. Januar 1871 geboren. Hier in dieser Stube ist er aufgewachsen, es war damals die gute Stube. Er war das zweite von 16 Geschwistern. Sein Vater Kaspar war ein wohlhabender Mann. Er war Bauer auf dem Unterkälberstein, er besaß einen Steinbruch und hatte ein Fuhrunternehmen. Als Mitglied des Kreistages und des Bezirkstages von Oberbayern, so würden wir heute seine öffentlichen Ämter umschreiben, hatte er in seiner Heimat ein gewichtiges Wort mitzureden. Von ihm sagte man, habe sein Sohn die unermüdliche Schaffenskraft und den nüchternen Blick fürs Leben geerbt. Wie üblich machte der Vater auch am Stammtisch Lokalpolitik. Das war der Mutter durchaus nicht recht. Unvergesslich blieb es allen, die es miterlebt hatten, wie der kleine Kaspar einmal das Christkind machen durfte und dabei dem Vater in diesem Punkt ernsthaft ins Gewissen redete. Später, als er schon Novize war, schrieb er dem Vater, er möge über seine Arbeit und seinen öffentlichen Ämtern bloß nicht den Herrgott vergessen. Seine Mutter Crescens war eine fromme und gütige Frau von tiefem Gemüt. Mit ihrer großen Kinderschar hat sie viel Freude erleben können, aber auch manches Kreuz zu tragen bekommen. Ihre Herzlichkeit und ihre Frömmigkeit gab sie an ihre Kinder weiter. Beides zeigte sich bei Kaspar schon in frühester Jugend. Und beides reifte in seinem Leben zur Vollendung. Das hat er von seiner Mutter, sagten die Zeugen beim Seligsprechungsprozess mehr als 30 Jahre nach Stangassingers Tod. Er selbst hat seiner Mutter das Zeugnis ausgestellt, von Kindheit an hat sie mich zu Gott geführt. Das, so meinte er, stehe am Anfang seines christlichen Lebens und habe ihm die Richtung gewiesen. Eine besonders innige Beziehung hatte Kaspar zu seiner Großmutter mütterlicherseits. Auch sie war eine fromme, ja heiligmäßige Frau. Im Haushalt ihrer Tochter war sie noch im Alter eine unentbehrliche Hilfe.
Wenn sie dem kleinen Kaspar die Windeln wickelte, bat sie Gott, er möge ihm den Beruf zum Priestertum doch schenken. Als sie dann alt wurde, kamen ihr manche Zweifel, ob sie in ihrem Leben alles recht gemacht habe. Ihr Enkel Kaspar hat sie vom Priesterseminar aus jedoch getröstet. Wir haben jetzt noch die Rita zu uns gebeten. Sie sitzt hier neben mir und sie ist die Großnichte vom seligen Kaspar und hat heute dieses Haus hier unter sich, eine Pension. Und sie kann uns jetzt etwas zu den Bildern sagen, die wir hier in dem Raum sehen und was hier sonst noch alles an den Kaspar erinnert. Also was besonders erinnert, ist die Pieta, die war schon zu Zeiten vom Kaspar da. Und da ist die Familie in dem Raum zusammengekommen, hat abends immer gebetet und vor der Pieta auch gebetet. Und der Tisch ist noch von der Kaspars Zeiten. Was haben wir hier? Da haben wir die Kapelle oben. Es war immer ein Kaspar seine Kathedrale. Der hat das miterlebt, wie die Kapelle gebaut worden ist, 1882. Und dann ist immer, wenn er da war in die Ferien, ist er rauf und hat geläutet, am Mittag Angelus geläutet. Gell? Und das ist das letzte Bild vom Kaspar. Das hat der Herr Angerer gemacht, der Jüngere, und das stellt dann Kaspar da, und in der Mitte ist auch der Watzmann, da hat einmal jemand gerettet aus Bergnot, der Kaspar, und links ist die Stiftskirche unten. Und da ist ein Herz auch drin, das ist sein Leben, gell? Und da ist die Familie von meinem Großvater, das war der Bruder von Kaspar. Der Kaspar hätte ja eigentlich den Hof erben sollen, weil er war der älteste Sohn vom Hof. Aber nein, er ist lieber zu den Redemptoristen gegangen und dann hat mein Großvater übernommen und hat das Erbe weitergeführt. Wir sind jetzt in Bad Dürnberg im Österreichischen, gehört zu Hallein. Die Gegend hier ist geprägt von dem Salzbergwerk und den Salzbergleuten, wie man das auch hier vorne auf dem Bild sieht, auf der Figur der heilige Rupert, unter dessen schützenden Mantel sich die Knappen, also die Bergleute, versammelt haben und Schutz suchen. Der selige Pater Kaspar Stangassinger ist mit seiner Mutter oft nach hierhin gewallfahrtet und kam dann hier mit dieser Marienfigur in Einklang. Und anschließend merkte er auch, dass hier Redemptoristen sind. Er fand diese Ordensgemeinschaft für ihn genau die richtige und wollte auch unbedingt Redemptorist werden. Sein Vater war nicht so einverstanden damit, weil die Redemptoristen zur damaligen Zeit doch eher etwas obskur waren, weil sie immer in die Nähe von Jesuiten gerückt wurden und nah am Puls der Zeit war und die Leute einfach Angst hatten, dass sie Leute aufwiegeln könnten. Und als Landrat war das natürlich schwierig, wenn der eigene Sohn dann plötzlich zu einem solchen Orden dazugeht. Außerdem als Weltpriester hätte ihn der Vater viel besser gesehen, weil dann hätte er noch einige andere seiner Geschwister gut mit durchfüttern können. Wir wollen uns Maria zuwenden, der Dürnberger Maria, und da heißt es in einem Gebet: Heilige Maria, Mutter Gottes vom Dürnberg, du wunderbare Mutter, du Trösterin der Betrübten, du Gottesgebärerin und Königin des Himmels. Wir kommen zu dir mit unserem Leben, mit unserem Dank für alles Gute, mit unseren Sorgen und Fragen, mit allem, was uns bewegt. Wir kommen zu dir und denken an unsere Familien, an unsere Kinder, die Jugendlichen und an unsere Aufgaben in Beruf und Welt. Wir bitten dich, sei du uns durch dein Lebens- und Glaubensbeispiel
Trost und Hilfe in jeder Lebenslage, dass wir uns freuen, wenn wir Schönes erleben dürfen, dass wir nicht aufgeben, wenn uns Probleme bedrängen, dass wir nicht verzagen, wenn Trauer unser Herz umschließt. Sei du uns Brücke, die uns deinem Sohn näher bringt, der gekommen ist, um uns das Leben in Fülle zu schenken, heute und an jedem Tag unseres Lebens. Amen. Der selige Kaspar war, wie gesagt, von dieser Maria und diesem Wallfahrtsort hier sehr angetan. Und er war darüber hinaus auch von den Redemptoristen, wie gesagt, angetan. Er selbst kam dann später auch, wie es die Schicksal wollte, wurde nach hierhin versetzt und er wurde hier in dem Internat Erzieher. Heute ist von diesen ursprünglichen Gebäuden noch einiges erhalten, aber sie haben eine andere Funktion bekommen. In dem Kloster damals in Dürnberg gab es sehr viele junge Mitbrüder und alte Mitbrüder. Und die arbeiteten alle teilweise in dem Internat. Die Älteren hatten noch einen eher etwas älteren, strengeren Erziehungsstil, während die Jüngeren so eine Art Revoluzzer sein wollten und natürlich vieles über den Haufen werfen wollten. Kaspar war so ein Mensch des Mittelweges, der die Reformen wollte, aber nicht so hopple hopp, sodass die Alten da nicht mehr mitkommen konnten. Und so war er eigentlich bei allen sehr beliebt. Otto Weiß, ein Redemptorist, hat einmal in seiner Biografie über den heiligen Kaspar niedergeschrieben, dass er durchaus ein Mensch war, der nicht einverstanden war mit dem, was damals war, denn nicht alles war gut. Kein Mensch lebt für sich allein und schon gar nicht in einem Kloster. Das Zusammenleben mit anderen Menschen, die ihre Eigenart, ihre Ecken und Kanten haben, mit Menschen, die man sich eben nicht aussuchen kann, spielt sich auch noch auf verhältnismäßig engem Raum ab. Hinzu kommt, dass die oft wohltuende Trennung von Arbeitsplatz und Wohnraum nicht gegeben ist. Stangassinger hat, wie aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, die Probleme klösterlichen Zusammenlebens erfahren. Doch hat er sich auch im Kloster, im Zusammensein mit seinen Mitbrüdern wohl gefühlt. Über das, wo konkret seine Schwierigkeiten lagen, aber auch über das, wo Erfolgserlebnisse ihm Mut gaben, mit welchen Mitbrüdern er sich gut verstand, mit welchen weniger gut, schweigt er sich allerdings aus. Auch Stangassingers bisherige Biografen berichten kaum etwas darüber. Sie zeichnen lieber das Bild ihres Helden auf dem Goldgrund klösterlicher Weltabgeschiedenheit und brüderlicher Harmonie. Nun, der wirklich lebendige Hintergrund, das menschliche Umfeld wird hierbei dann kaum sichtbar. Dennoch gehört es unverzichtbar zum Bild unseres seligen Kaspar Stangassingers. Auch er ist wie jeder von uns kein einsamer Wanderer zu Gott, sondern er lebte in seinem Geflecht menschlicher Beziehungen und zeitbedingter Strukturen. Er nahm Tendenzen und Entwicklungen wahr und hatte Teil an ihnen. Eine nette Episode, die immer wieder erzählt wird, ist, dass er auch bei der Erziehung in Gars dann neue Wege gehen wollte. Und da gibt es eine Geschichte, wo man nicht genau weiß, ob die wahr ist oder nur gut erfunden, weil sie zu dem Verständnis vom Seligen passt. Er soll einmal einen Buben in Rage eine Ohrfeige gegeben haben. Und das hat ihn so sehr aufgewühlt, dieses Verhalten, dass er noch am gleichen Tag zu dem Jungen hingegangen ist, sich vor ihm auf die Knie geworfen hat und ihn um Verzeihung gebeten hat. Eine ganz andere Art der Erziehung, des Umgangs mit Schutzbefohlenen, mit Kindern.
Heiligenverehrung ist ins Zwielicht geraten. Man begegnet vielfach der Ansicht, was soll dieser unzeitgemäße Heldenkult? Ist das nicht schon längst überholt? Wäre es nicht vernünftiger, Zeit und Geld statt in Heiligsprechungsprozesse in karikative Unternehmungen zu investieren? Und überhaupt, wer wird denn heilig gesprochen? Sicherlich vor allem Ordensleute, hinter denen eine einflussreiche Interessengruppe steht, die ihren Spezialhimmel mit möglichst vielen Sternen noch weiter zieren will. Man darf solch kritische und skeptische Fragen natürlich stellen und soll auch kritische Gedanken äußern. Sie erscheinen vernünftig, menschlich und auch christlich. Kaspar Stangassinger wäre wahrscheinlich der Letzte, der diese Einwände nicht verstehen würde. Soll er doch selbst geäußert haben, es sei das Beste, erst bei der Auferstehung am jüngsten Tag heilig gesprochen zu werden. Das koste dem Orden dennoch nichts. Dennoch gibt es auch andere Gesichtspunkte. Wenn der Papst einen Menschen für heilig erklärt, will er damit sagen, da ist einer, der beispielhaft vorgelebt hat, wie christliches Leben aussehen kann, wenn es auf Gott gegründet ist. Das gilt nicht nur von den großen Heiligen, die in der Geschichte einen wichtigen Platz einnehmen, sondern fast noch mehr von den kleinen Heiligen, von denen die Geschichtsschreibung nicht Notiz nimmt. Nicht jeder hat die Gabe und die Möglichkeit, die Weltkirche charismatisch zu erneuern, wie ein Franz von Assisi. Nicht jeder hat die Rednergabe eines Bernhard von Clairvaux oder die Verstandeskraft eines Augustinus, die Geistesschärfe eines Thomas von Aquin. Nicht jeder ist berufen, Kaisern, Königen, Diktatoren ins Gewissen zu reden. Nicht jeder kann zu Aussätzigen auf eine Insel gehen. Aber jeder kann an dem Platz, an den ihn Gott gestellt hat, tun, was der Tag verlangt, und das in Liebe. Jeder kann für die Menschen da sein, die ihn Tag für Tag brauchen. Hier liegt die Bedeutung der kleinen Heiligen, der Heiligen des Alltags, deren Leben vor Gott ebenso bedeutsam ist wie das der Großen mit aufsehenerregenden Taten. Ihr Lebensbereich ist uns bekannt. Ihre Aufgaben sind uns vertraut. Hier ist die Bedeutung Kaspar Stangassingers zu suchen. Und hier tritt uns eben ein Mann entgegen, der keine 29 Jahre alt wurde, der nichts Außergewöhnliches geleistet hat, nichts, wovon die Geschichtsbücher berichten müssten, nichts, was als Vorlage für ein Bühnendrama oder einen Film dienen könnte. Kein Ordensgründer, kein Widerstandskämpfer, kein großer Theologe und keiner, der im Rampenlicht stand. Vielmehr ein einfacher Seminarpräfekt, der bei seinen Schülern beliebt war, aber auch nicht unumstritten, weil er, wie man sagte, zu gut gewesen sei. Gerade als seine Karriere begann, starb er. Und auch seine Todeskrankheit hatte eigentlich nichts Ungewöhnliches, Blinddarmentzündung. Nur 10 Jahre später wäre mit einer kleinen Operation vielleicht alles wieder gut gewesen. Ja, und nun sind wir in der Stiftskirche in Berchtesgaden angekommen. Eine schöne alte Kirche, reichlich geschmückt. Und in dieser Kirche ist Pater Kaspar Stangassinger auch zu seiner Primiz eingetreten. Hier hat er seine Primiz gehalten. Und das war das, nicht das Ende, sondern das war ein Abschluss dessen, was ihn auf seinem religiösen Weg
begonnen hat. Nämlich begonnen hat alles mit seiner Taufe, die hier an diesem Taufbecken in der Stiftskirche begonnen hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben und Leben in Fülle haben. Von Johannes 10,10, ein schöner Spruch, der auch zu uns Redemptoristen passt, weil wir haben das Wahlruf Copiosa apud eum redemptio, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Pater Kaspar Stangassinger starb am 26. September 1899, noch keine 29 Jahre alt. Er hatte seine Pflicht getan. Er war ein beliebter Erzieher. Außergewöhnliches hatte er nicht geleistet. Als einige seiner Mitbrüder nach seinem Tode daran gingen, Erinnerungen an ihn zu sammeln, sagte Pater Stamm, dessen Wort bei den bayerischen Redemptoristen viel galt: Was macht man plötzlich mit dem für ein Wesen? Das war halt ein junger Pater, der brav war. So unterschied sich denn auch seine Beerdigung in nichts von der anderer im Redemptoristenkloster Garz am Inn. Da er erst vor wenigen Wochen dorthin versetzt worden war, nahm die Bevölkerung des Ortes von seinem Tode kaum Notiz. Dem Sarge folgten seine Verwandten, seine Mitbrüder, seine Schüler und einige Weltpriester der Diözese München. Dass er innerhalb und außerhalb des Klosters nach Jahrzehnten nicht in Vergessenheit geriet, war dann allerdings ungewöhnlich. Bereits 3 Jahre nach seinem Tod erschien seine Biografie, die schon wenig später neu aufgelegt werden musste. Der Klosterchronist hatte, wie immer beim Tod eines Mitbruders, Verwandte und Bekannte des Verstorbenen um Berichte zu dessen Leben gebeten. Bald konnte er sich der Fülle der Zuschriften kaum erwehren. Doch nicht die Menge der Berichte veranlasste den Chronisten, einen größeren Lesekreis vom Leben des Verstorbenen in Kenntnis zu setzen. Weit mehr bewegte ihn dazu das, was er von dessen Freunden und Bekannten erfuhr. In der Folgezeit nahm der Ruf von Pater Stangassinger keineswegs ab. Vielmehr verbreitete er sich auffallend. Nicht wenige, die ihm nahe gestanden waren, hatten ihn schon zu Lebzeiten für einen Heiligen gehalten. Jetzt wandten sich viele an ihn um Fürbitte und fühlten sich wunderbar erhört. So wurde im April 1935 sein Seligsprechungsprozess eingeleitet. Zur gleichen Zeit geschah auf seine Fürsprache eine Heilung, von der die Ärzte bezeugten, hier hat eine höhere Macht eingegriffen. Wenn auch der Ruf seiner Heiligkeit weit über die Grenzen hinaus bis nach Brasilien und Kalifornien, Afrika und Indien gedrungen ist, so ist er dennoch nicht in erhabene Fernen gerückt. Gewiss, so sagen viele, die ihn anrufen, er ist ein Heiliger. Aber er ist ein menschlicher Heiliger. Keiner, der der Erde entrückt war, sondern ein Mensch wie du und ich, der Tag aus, Tag ein im Grunde nichts anderes tat, als jeder von uns auch tut. Anders war nur, wie er es tat. Gerade das aber ist es, was uns an seiner Heiligkeit heute so anspricht. Hier in diesem Schrein wurde er dann später nach seiner Seligsprechung eingelegt. Die andere Grabstätte, in der er vorher gelegen hatte, schauen wir uns gleich noch an. Man sieht,
den Kaspar Stangassinger, die Aufschrift mit seinen Daten. Man sieht rechts hinten das Gymnasium, das Internat, Kinder, die vor ihm knien und mit ihm beten. Und man sieht auch ihn auf seinem Sterbebett liegen. Ja, wir sind jetzt hier in der Allerheiligenkapelle, so nennen wir Redemptoristen diese Kapelle, weil sie die Heiligen unseres Ordens beinhaltet. Hier sehen wir zum Beispiel den heiligen Alfons als Bischof dargestellt. Er war Bischof von Amalfi und er hat unseren Orden in der Nähe von Neapel in Scala gegründet. Auf seinem Buch, das er im Arm hält, steht Regulae CSSR, also Ordensregel der Congregatio Sanctissimi Redemptoris, kurz der Redemptoristen oder zu Deutsch der Erlösermissionar. Daneben sehen wir eine Statue vom seligen Kaspar Stangassinger mit dem typischen Ordensgewand, mit dem Rosenkranz und er hält in den Händen das Kloster Gas mit der Kirche und vorne mit dem Internat, in dem er ja arbeiten sollte. Dazwischen sehen wir die Ikone von der Mutter Gottes, von der immerwährenden Hilfe. Sie ist eine Ikone, die wir vom Papst bekommen haben und die in unserem Generalatshaus in Rom verehrt wird. Links außen sehen wir den heiligen Pater Clemens Hofbauer. Er war der erste Redemptorist, der unseren Orden von Neapel über die Alpen hinüber hier in dieses Gebiet getragen hat. Und er war der große Beichtvater und Apostel von Wien und von Warschau. Hier rechts sehen wir den heiligen Gerhard von Majella, ein Ordensbruder, der auch sehr früh selig und heilig dann gesprochen wurde. Er hat zu Zeiten vom heiligen Alfons schon gelebt. Viele andere Heilige und Selige gibt es in unserem Orden, die wir nicht alle hier aufgehängt haben. Auf den Fotos sieht man einige, wie wir auch nachher noch die fünf Seligen aus der Ukraine sehen werden. Alfons Hofbauer, Majella, Johannes Nepomuk Neumann, den Bischof, Schulbischof von Philadelphia, Peter Donders, der noch selig ist, aber vermutlich in den nächsten Wochen oder Monaten heilig gesprochen werden kann. Er hat in Surinam bei Aussätzigen gearbeitet. Dann natürlich Kaspar Stangassinger, Franz Xaver Seelos, bekannt durch seinen Urneffen Ambros Seelos, den berühmten Musiker. Der hat auch für die Seligsprechung von Franz Xaver eine eigene Messe komponiert. Dann sehen wir noch Gennaro Maria Zanelli, auch ein Redemptorist, der zu Lebzeiten von Alfons gelebt hat. Dann fehlen die fünf Bilder von unseren ukrainischen Redemptoristen. Und vor 2-3 Jahren wurden dann viele spanische, fast 23 spanische Redemptoristen auf einen Schlag selig gesprochen, weil sie unter der Zeit von Franco in Spanien unter der Diktatur als Märtyrer ihr Leben gelassen haben. Früher war das Grab vom seligen Pater Kaspar Stangassinger hier an dieser Stelle. Man sieht das auch, dass die Steine noch eine etwas andere Färbung haben als dahinter das Muster. Er war nach der Ernennung, dass ein Seligsprechungsprozess angeleitet werden sollte, obduziert worden und wurde dann hier zunächst beerdigt. Und dann kurz vor der eigentlichen Seligsprechung wurde der Sarg hier entnommen. Ich war damals zufällig dabei, weil ich im Internat tätig war. Und der Holzsarg mit seinen Gebeinen war in einem Zinnsarg und als das hochgehoben wurde, war es sehr nass. Es hat wohl teilweise unten im Grundwasser gestanden. Trotzdem waren dann hier ein großer Tisch aufgestellt und jemand von der Anatomie aus München war da und ein Rechtsgelehrter und die Staatsanwaltschaft und die haben das Ganze dann auch akribisch festgehalten. Die haben den Kaspar Stangassinger aufgelegt, geschaut, ob alle Knochen und so weiter noch da sind. Er war für das Grundwasser und so etwas in einem sehr guten Zustand noch und wurde dann nach seiner Seligsprechung in diesen goldenen Sarkophag getan, der jetzt in der Kirche in einem Seitenaltar extra untergebracht ist. Wie präsent der selige Pater Kaspar Stangassinger noch heute ist, zeigt eine kleine Ausstellung im Kloster in Gars.
nach ihm benannte Straßen und eine kleine Kapelle mitten im Gars. An seinem Sterbetag, also am 26., erinnern die Patres des Redemptoristenklosters mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche an den seligen Pater Kaspar Sangassinger. Diesen Festgottesdienst schließt Pater Ulrich Bednarer traditionell damit ab, dass er die Gläubigen mit einem Segen der Fürsorge des seligen Pater Kaspar Sangassinger anbefiehlt. Musik.